Wir sind heute in der Laserpraxis hier in Erfurt, ein Partner von uns als Prinzenpaar, der uns ebenfalls unterstützt, worüber wir sehr stolz sind. Jedoch haben wir uns überlegt, heute mal die Laserpraxis uns genau anzuschauen. Was machen die eigentlich? Vielleicht können sie uns auch noch Tipps geben, um noch besser auszusehen. Bei uns hier heute der Chef Markus, herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Tag. Vielen Dank, dass wir heute bei dir sein dürfen. Wie schon gesagt, also so richtig genau, Laserpraxis hin, her. Erzähl mal kurz, was macht ihr und wo finden wir euch? Finden? Ja. Tun wir uns am Kreuzchen 52 Richtung Flughafen. Eine Seitenstraße von der Winterlandstraße. Was machen wir? Wir depigmentieren Haut. Das heißt, wir entfernen Tattoos, permanent Make-up. Pigmentstörung und Haar. Okay. Ihr habt ja jetzt auch für die Zukunft geplant, euch zu erweitern. Das ist ja auch so, weil ich bin ja ziemlich eitel, behaupte zumindest Josie. Stimmt. Also wenn ich früh vorm Spiegel stehe zum Beispiel und hier so in den Spiegel bei so Scheinwerferlicht schaue, sprich das Licht vom Spiegel, sehe ich doch die eine oder andere Falte. Ist da irgendwas bei euch in der Hinsicht geplant, dass ihr da zukünftig vielleicht auch in der Richtung was machen werdet oder könnt? Oder? Ja, auf alle Fälle. Wir haben jetzt einen Untermieter bei uns mit einer Privatpraxis und das ist der Dr. Vollrath und der kümmert sich um die ganze medizinische Kosmetik. Zone, wo du sagst, praktisch bild mir hier oben, bilde ich mir ein, dass ich hier die ersten Falten ansetze. Ja. Und wenn ich lache, habe ich auch die berühmten. Ja, das ist doch aber schön. Ich meine, das ist natürlich, das ist Funktion. Ne? Was man so ein bisschen sieht, ist, dass du schon so ein bisschen erstaunter guckst. Ne? Und dann sind das diese Funktionsfalten, die so als Stirnfalten imponieren. Eigentlich ganz schön, aber man kann die bisschen dezenter machen. Ne? Das heißt, dass sie nicht ganz so stark ausgeprägt sind. Da benutzen wir ein Medikament, was den Muskel relaxiert. Und damit wärst du in Ruhe ein bisschen glatter. Man darf nicht zu viel machen, weil sonst kommt dir deine Stirn runter und dann damit auch die Augenbrauen. Ne? Das sieht dann wieder müde aus. Also da muss man vorsichtig sein, dass man nicht zu viel gibt. Und da würdest du auf alle Fälle ein bisschen glatter wirken. Frischer. Ja. Okay. Ja. Dann werden wir das wohl mal tun. Okay. Dann, wir sehen uns. Freue ich mich. Ebenso. Bis dann. Bis dann. Marco, du bist ja Profi zum Lasern. Sag mir was, was machen wir jetzt mit Kai seinem Delfin? Den können wir einfach weglasern. Wir gucken uns das am besten mal an. Und dann kann man auch was zum Laser sagen. Ja, das wäre. Sehr schön, Kai. Du bist dran. Willst du mitkommen? Natürlich. Okay, dann werden wir wohl mal die Hosen jetzt runterlassen. Okay, dann gehen wir mal. Alles klar. Marco, nun haben wir ja drüber gesprochen. Jetzt stehen wir hier bei dir. Sieht sehr interessant aus, die ganzen Geräte. Sag mal kurz was dazu. Sind das beides Laser? Was ist das? Für was brauchst du das? Also das ist hier unser Laser. Da sind verschiedene Lasersysteme drin, brauchen wir für verschiedene Farben. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Das ist aber deswegen auch sehr großzügig und professionell ausgerüstet. Nimmt deswegen auch viel Platz ein. Das ist ein medizinisches Kühlgebläse. Nehmen wir zur Unterstützung, zur Hautkühlung, ganz einfach gesagt. Hat den Vorteil, es lindert den Schmerz und nimmt die Temperatur aus der Haut. Das hat sich bewährt. Schmerz, da sind wir ja gleich beim Thema. Ich weiß ja, dass der Prinz so ein bisschen, ein kleines bisschen schmerzempfindlich ist. Und da du vorhin selbst von deinem Delfin erzählt hast, ich
würde es ja gern mal sehen, Marco bestimmt auch. Und vielleicht können wir da ja noch was retten. Also gut, wir probieren das jetzt, wir gucken uns das an. Wehe, du lachst. Nie im Leben. Du auch nicht? Nein, habe ich. Aber ihr, ihr bleibt dabei draußen. So, jetzt sind wir ja wieder raus. Ich sehe. Wir haben zu lächeln. Der Perfid ist größer, als du gedacht hast. Also, ich habe mich ja wirklich gut beraten gefühlt. Dankeschön. Ist auch eine ganz tolle Atmosphäre, ich denke, auch dir. Ja, hat's hier vielen Dank, dass wir hier sein durften, dass wir das kennenlernen durften, dass wir euch kennenlernen durften, so nah, auch das, was ihr macht. Ja, ich denke, also ein tolles Team, was du hier hast. Wir haben ja jetzt noch einige Termine vor uns, die Saison läuft ja richtig stark. Aber ich bin mir sicher, also ich werde wiederkommen mit oder ohne Prinzessin. Das freut mich, das freut mich. Und dann werden wir mal hier eine Komplettsanierung beim Prinzen nach der Saison veranlassen. Und ich denke, also was Besseres kann mir nach dem heutigen Tag nicht passieren, als bei euch mich mit meinem Problem wieder blicken zu lassen. Nochmal vielen, vielen Dank. Und vielen Dank sagen wir auch euch, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wie gesagt, uns hat es ja sehr gut gefallen. Und wer wirklich das ein oder andere Problem hat, wo er sich wirklich auch individuell betreut fühlen möchte, dann einfach hier mal in die Laserpraxis nach Erfurt kommen. Tolles Team und die gehen wirklich echt sehr sensibel mit Intimproblemen um. Euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.